Ja, ich wollte euch jetzt einfach da mal zeigen, was ich alles so gemacht habe. Ja, der Trick ist natürlich perfekt. Was ich Schönes getan habe in der Zeit, in der ich jetzt nicht gestreamt habe. Und ja. So, okay. Und zwar habe ich angefangen hier, wie ihr schon im letzten Video gesehen habt, nachdem ich hier die ganzen Bäume geplaced habe, angefangen hier ein bisschen was zu bauen. Zum einen, ja, hier ist halt der ganze Standard-Stuff, meinen ganzen Grindstones, Öfen, mein ganzer Loot, hier habe ich das ganze Holz und so drin, hier ist das ganze, ja, ganze Kleinscheiß, keine Ahnung, Blöcke, Steine und hier halt irgendwelche Erze, die ich gefarmt habe, habe ich auch ein bisschen gefarmt. Dann wollte ich heute nämlich einfach Dias ranholen gehen. Fragt euch nicht, warum ich so viel Wassereimer im Inf habe, ich wollte eigentlich Fische holen gehen. Das habe ich dann aber auch irgendwie wieder verworfen. Hier habe ich so ein bisschen so ein Feld gemacht mit Kartoffeln und Karotten. Das wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr von dem ganzen Stuff placen. Bisschen ausgeschmückt mit einem Baum. So ganz viel Blättern. Hier so Custom-Bäume hingeplaced. So wie das hier ist, sieht eigentlich ganz sch schön aus. Meiner Meinung nach. Hier habe ich meine Masttierhaltung an Hühnern. Dazu kommen wir auch noch später. Hier so ein bisschen Büsche hingeplaced mit so Fichtenholz. Und Billionen von Eiern. Und ja, da oben, da gehe ich auch jeden Moment hin, ist so ein kleiner Teich. Da sollen dann noch die Fische reinkommen. Ich habe ein bisschen Seegras da drin, vielleicht kommt da noch was anderes hin. Auch so ein Custom-Baum. So ein kleiner. Vielleicht würde ich da noch Seerosenblätter reinhängen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, mal schauen. Ja, und hier habe ich zwei Zombies in ein Boot rein. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit denen eigentlich machen will. Aber die machen auf jeden Fall miesen Damage. 3,5 Herzen. Absolut unfair. Ja, hier liegen noch ein paar Bäume. Und hier kommt meine riesige Kürbisfarm. Denn ich habe herausgefunden, dass Kürbiskuchen eine absolut kranke Nahrungsquelle ist. Und man übelst schnell eigentlich da rankommt, wenn man erstmal ein bisschen Stuff gefarmt hat. Also, es geht eigentlich relativ gut klar. Hier kommt natürlich noch, dieser ganze Berg soll basically voll werden mit so kleinen Spots. Alles Mögliche. Ja. Und ja, das ist eigentlich mein Plan, dieses Projekt. Und ich hatte jetzt eigentlich vor, in diesem Stream ein bisschen Dias Run farmen zu gehen, um ein bisschen, ja, ein bisschen Rüstung mir zu holen, dass ich vielleicht nicht instant verrecken sollte. Und habe jetzt auch schon mir eine Dias-Spitzhacke rangeholt. Mit Fortune und Effizienz bin ich kurz bei jemand anderem verzaubern gegangen. Ja, und ich gehe jetzt, glaube ich, mit dem Boot irgendwo hin, einfach wo ich minen kann, gescheit. Ja, wie kann es denn sein, dass ich in diesem Scheiß. Aha, besser ist es. Ich wollte mich gerade schon beschweren, dass es hier nirgends runtergeht. Aber normalerweise findest du immer irgendeinen Weg, wo es weitergeht. Wir möchten mies nach unten. Vorne hin. Oh, lol, Dias. Der Digga, wie habe ich denn die hier übersehen, Alter? Wie viel sind's denn? Boah, nee, ey, sag bloß einer. Aus einem habe ich zwei bekommen. Ist immerhin gut. Die ersten Dias. Also, heute. Hier war ich überall schon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich gehe jetzt wieder hoch einfach. Das hat ja keinen Sinn, die Höhle. Oh, wobei. Oh, mi gusto. Ich habe tatsächlich jetzt was Größeres gefunden. Oh, da oben ist das Mob-Spawner. Interessant. Was mache ich okay, hier? Wenn ich jetzt. Oh Gott. Oh mein Gott im Himmel, Alter. Scheiße. Lass mich doch einfach zum Mobs. Was ist denn das? Was ist denn, wenn ich habe für ein Movement? Holy shit, die Höhle sieht richtig riesig aus. Komplettes Skelett ausgetribbelt, Alter, Lappen. Warte mal. Ist das Skelett-Spawner interessant? Unbreaking 2 Buch. Herzlichen Glückwunsch an mich, Alter. Da war es doch wieder. Ja. Ich hab alles bei dir aufgegeben. Meine alte Base ist jetzt noch so eine Art Zwischenfunktion. Ich hab da gestrippt gemeint. Holy! Oh, mein Schild ist kaputt! Ah, Mayday! Oh mein Gott! Aber wir sind gestern so oft gestorben, wir brauchen jetzt unbedingt eine Eisenfarm. Oh, Digga, ich mach grad komplett. Alter, what the fuck? Holy shit!
Alter, ist diese Höhle massivst. Massivst riesig und ich finde halt keine Dias in dieser Höhle, weil ich noch zu weit oben ist. Oh, holy, hier geht's nochmal weiter. Gut, dass ich mir hier Wasser drüber gelassen habe. Bist du bereit? Oh mein Gott, er ist bereit. Dias! Rika, wie viele? Oh Gott, größere Quelle als eins auf jeden Fall. Sieht mir sehr nach einer Zweierquelle aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, mal gucken, wie viel ich rauskriege. Ich habe gerade zwei im Inventar. Jetzt baue ich die beiden ab. Hast du vorhin schon drei oder zwei? Drei. Hab sechs Dias bekommen aus zwei, also Max. Holy shit. Nein. Da drüben sind Dias. Und Alter, ist diese Höhle schon wieder riesig. Mit einem Mineshaft. So Jungs, jetzt haben wir eine Dreier... Ups. Jetzt haben wir eine Dreier-Dia-Quelle gefunden. Ich habe jetzt gerade 8 Stück und wenn ich die 3 abbaue, habe ich 12. Aua. Aber keine gute Fortune-Ausbeute. Noch ein Spawner. Aua. Oh, Dias. 3 Creeper. So, auf Almosenbasis. Wieder nur ein Dia. Achso. Dia, einen. Und der war sogar so in der Wand gesteckt, dass er... Es war gar nichts. Da hängt wieder ein Dia in der Wand, glaube ich. Ja, da sind wir doch drin, oder nicht? Keine Ahnung, ich war noch nicht im Nether. Dias! Ja, aber es ist wieder eine Einserquelle, ne? Oh! Mehr als eins. Ich glaube eine Zweierquelle, oder? Dreier? Na, ist eine Zweierquelle. Ja, entspannt, Digga. Hä, aber ich habe jetzt in der kurzen Zeit 32 Emeralds gemacht. Chillig, 5 Dias schon aus 2 Stück. Würde ich sagen, holen wir uns mal den Dia. Den einzelnen, alleinen wahrscheinlich. Den alleinigen Scheiß-Dia. Oh! Clean! Aua! Oh, yo! Okay, Bro. Chill mal deine Nuts. Holy fuck. Weg. Was? Nur zur Bitte. Jo. Abgesehen davon, dass ich gerade eine mies ehrenlos Crossroad. Nee, der eine Willi ist einfach so deprimiert. Er schläft nicht mal. Alter. Oder? Enderman. Aua. Ja, das sieht mir wieder nach einer schmackotastischen Höhle tatsächlich aus. Die könnte sogar sich tatsächlich mit der anderen verbinden, wenn die groß genug ist. Das wird jetzt das, was ich so vermuten könnte. Vor allem, die ganzen Zombies hüpfen mir hinterher. Okay. Oha. Oha. Das nenne ich mal sehr, sehr, sehr großen Lavasee. Brauchen Tür. Und hier sind die massenweise Dias überall. Holy shit. Gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Okay, wir haben 24. Ups, Gott, Alter. 24 Dias, das war nur einer. Der hat uns 4 gedroppt? Okay. Krass, ey. Absolut, absolut unnormal. Diese Höhlen-Generation. Minus 53 sind wir. Hoho. Das sah auch wieder nach viel aus. 32, perfekt. Du hässliches Scheißgel. Junge, übertreib! Wieso sehen hier so viele Dripstones? Au. Au. Ah. Dias. Da sind Dias. Es sind nur 2, okay. Oh, legit, nein, es sind 4. Aus 32 werden 42. Cool. Ich glaube, ich habe jetzt sogar actually erstmal vorgesorgt mit Dias. Sollte ich mir schön schmackotastisch eine Rüstung machen können. Und alle möglichen Tools. Ich habe gar kein Schild mehr. Oh, wait. Das ist gar nicht nice. Aber das heißt ja für mich jetzt auch wieder schön zu gehen. Wahrscheinlich baue ich mich sogar hoch. Ja. Kannst du gar nicht erzählen. What the fuck, Alter. LOL. Aha. Und ich sehe den Weg nach draußen. Perfekt.
Ich habe so eine kranke Ausbeute gemacht und ich habe wieder so, ich habe so eine kranke Höhle gefunden. Sollte alles gewesen sein, ne? Außerdem geht er nämlich sonst nicht kaputt. So, hallo, Trautesheim. Oh mein Gott. Endlich wieder zu Hause. So, perfekt, Zuckerrohr angebaut. Ah. Das erweitere ich jetzt noch. Aber das Terraform war im Endeffekt useless, weil ich Traveling jetzt... Merchant, oh. Traveling Merchant. Blaues oh, oh, oh. Eis. Dark Oak. Du musst Melone. Den seinen Lama töten. Hilf mal den seinen Lama, dann spuckt es dich nicht an. Was mache ich mit ihm? Ey, die Villager pennen schon wieder alle, was können die eigentlich? Ja. Also ich weiß wahrscheinlich, was gut aussieht. Ja. Ey, Banjo. Junge, hast mich erschrocken, Alter. Du bist ja merchant. Hier drunter, warte. Ich hör den auch irgendwie gerade. Hast du ihn eingebaut? Ja, da, und die Lamas, ja, weil die Zombies sonst kommen und den wegmachen. Ey, wir müssen hier die komplette Ebene mal ausleuchten. Ich habe meine Base schon gut ausgeleuchtet, aber es muss besser gehen. Cribber! Ja, okay. War wieder sehr erfolgreich tatsächlich, der Stream. Ja, es lief eigentlich besser als gedacht. Wir haben sehr viel Stuff rangeholt. Fast ja einen Stack Lapis-Blöcke. Richtig viel Dias. Wir haben dann einen Baum noch dazu gebaut zu unserem tollen Teich. Da kommen noch. Da werde vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder stream, Fische drin sein. Wir haben eine Baumfarm gemacht. Wir haben die Zuckerrohrfarm erweitert. What the fuck? Haben 38 Level einfach? Auf ganz weird. Werden wir wahrscheinlich noch weiter ausbauen. Die Level. Keine Ahnung. Ja. Haben auf jeden Fall mehr geplant, dass wir die ganze Berghälfte voll klatschen werden mit so ganz viel Naturstuff, wie schon in der letzten Folge erwähnt. Und würde ich sagen, sehen wir uns ja beim nächsten Stream oder gegebenenfalls am nächsten Video am Samstag. Ciao.